Was geht ab, Leute? Nerdlet Games hier und willkommen zurück zu Death Stranding. So, ganz schnell da hoch. Was ist denn das hier für eine Wolke? Irgendjemand hat sie hier platziert. Das können wir abbauen. Warum? Können wir gedrückt halten. Moment. Was auch immer das war. Vielleicht hat das einfach vor Regen gewarnt. Naja, wir sollten uns beeilen. Ich glaube, ich lasse die Fracht fallen. Oder ich lasse die anderen Spieler das machen, weil... Das ist so viel Gewicht. TCK aktivieren. Ja, habe ich. Baue mit ihm im von mir beschriebenen Bereich einen Briefkasten. Hallo Briefkasten. Geil, ey, wenn wir so in Zukunft bauen würden. Alles geht über die Firma Bridges. Haben wir denn nichts anderes? Oder andere Leute, die was transportieren? Anscheinend nicht. Wir sind die einzige Firma. Gut, cool. That's for awesome. Irgendwie kriegen wir für jeden Auftrag awesome. Verschiedenes Lieferungsvolumen, Frachtzustand, alles super. Ja, unsere Bewertung wird immer besser. Gute Arbeit, Sam. Dein Brief. Ja, das sieht wirklich toll aus. Haben wir gut gebaut. Ja, liefern, verlorene Fracht liefern. Was haben wir denn da? Wir können was anvertrauen oder nicht anvertrauen. Das mache ich jetzt einfach mal. Boop, boop, weil ich habe jetzt nicht vor, extra, wieder zurückzugehen zu der Stadt. Warum nicht anvertrauen? Ich wollte ihm das so anvertrauen. Anvertrauen, genau. Bam, bam, bam. Und dann bestätigen. So, dann sind wir nämlich was losgeworden. Wir kommen dann viel leichter dahin. Wenn jemand Bock hat, soll er das doch machen. Cool, irgendwann kriegen wir bestimmt mitgeteilt, hey, das hat einer gemacht oder auch nicht. So, wir sind aber immer noch richtig schwer beladen. Ich muss mir ganz kurz mal angucken, was wir noch haben. Zeitregen ist auch gerade richtig heftig. Schauen wir uns mal die Fracht an. Also, ich habe die seltenen Metalle dabei, ich habe meine Verankerung dabei, immer noch seltene Metalle, Leiter und seltene Metalle. Die ich ans Verteilerzentrum liefern muss. Wir müssen noch den Weg planen, der ganz, ganz wichtig ist. Ich sehe schon. Das wurde mir eingezeichnet. Wie geil ist das denn? Also Mules. Ich weiß nicht, ob ich mich gegen die wehren kann. Ich kann die verprügeln, aber ob ich die von hinten ausschalten kann, weiß ich nicht. Boah, das ist aber eine ganze Ecke entfernt, ne? Ich könnte es mir eigentlich leicht machen. Weil hier auf dem Weg, das scheint mir der schnellere Weg zu sein. Aber hier sind ganz schön viele Viecher. Oh, hier ist irgendwas Beschissenes. Aber da müssen wir auch hier wieder rüber. Wisst ihr was? Ich glaube, ich gehe da einfach mal durch und schau mal. Alle Markierungen entfernt. Und setze meine Markierung hier. Keine Ahnung. Ich glaube, ich setze die einfach mal hier. So, und dann ziehen wir einfach mal komplett bis hierhin. Und komplett bis zu diesem Berg. Ich kann nicht da hochklettern. Oh, hier sind GDs. Also, wenn die mich warnen, gehen wir mal außen rum. Das geht ja eigentlich relativ schnell. Wenn wir da außen rum gehen können. Dann setze ich mir da noch einen Punkt. Dann laufe ich hier einfach mal den Weg entlang und dann hier weiter runter. Und dann hier. Das ist aber ein beschwerlicher Weg. 1,4 Kilometer. Gehen wir es an. Ich folge wahrscheinlich gerade mal so null meinem Weg. Schauen wir mal ganz kurz. Ach nee, das ist doch mein Weg. Scheiß Zeitregen, ey. Wenn ich jetzt auf die Schnauze fallen würde, würde die Fracht kaputt gehen. Wir müssen extrem aufpassen. What the fuck? Warum stolpert der? Ich sehe aber gerade, wir haben irgendwie Schuhe dabei. Warum haben wir zwei Paar Stiefel dabei? Habe ich die eingepackt? Gewöhnliche Bridges-Stiefel. Okay, und?
Das ist beides die gleiche, nur die sind ein bisschen beschädigt und die nicht. Ich sie doch einfach an. Die sind aber nicht wirklich schwer, die können wir dran lassen. So, und die guten habe ich jetzt ausgerüstet, die keinen Schaden haben. Cool, bestätigen wir das Ganze. Einmal kurz mein Gebiet scannen, wie sieht's aus? Stiefel sind die besten, ja, aber hallo. Ich werde jetzt mal, damit wir mal ein bisschen vorankommen, nicht jeden Scheiß aufheben. Ich weiß doch gar nicht, was mir das bringt. Wir können... Das Treibstoff, den nehme ich sowieso nicht mit. Wir kriegen dafür Likes, wir kriegen dafür vielleicht Ressourcen. Aber so richtig bringen tut es jetzt irgendwie nicht. Eigentlich kann ich hier sogar weiter lang gehen. Irgendwann müsste ich ja da hochkommen. Ja, wenn meine Ausdauer sinkt, kann ich es wieder herstellen, aber ist eigentlich nur im grünen Bereich, oder? Ach, jetzt schon. Okay. Dann. Monster Energy trinken, oder? Naja, den brauchen wir nicht, der ist bestimmt nur für die Gesundheit. Diese kleine Werbung, die hier eingebaut haben. Heppa! Und noch ein Sprung über den Fluss. So, wie sieht's aus? Ich laufe nicht meinen Weg gerade entlang, aber ist mir egal. Oh, fuck. Vorsicht, Sam. Deine Fracht wurde angepinkt. Weg hier. Sofort, ehe dich jemand sieht. Jo, der kommt da hin. Zu deinem Ziel, wenn sie dich nicht kriegen sollen. Ja, ich muss mich noch ganz schön heftig anpassen, was das angeht. Wir gehen mal meinen Weg jetzt wirklich entlang. Ich kann nicht gegen die kämpfen. Auch nicht mit dem Gewicht. Und ich wurde gesehen, oder? Von der Entfernung, ich meine... Tja, was hätte ich machen sollen? Holy fuck, renn! Und die sind wahrscheinlich viel schneller als ich, das war klar. Renn! Oh mein Gott, renn! Die sind aber ganz schön schnell. Boah, die jagen mich ja immer noch. Oh, was ist das denn? Holy shit, was ist das? Renn! Ah, oh, das war gewollt, dass die uns verfolgen. Der Zeitregen kommt, die drehen ab. Nein, geht es? Ein Regenbogen. Oh, oh. Wir wissen, was das heißt. Und wir müssen da durch. Nachfüllen der Feldflasche. Cool, da müssen wir ja gar nichts machen. Füllt sie automatisch nach, wenn wir im Regen stehen. Guck mal hier, Wegposten westlich. Den können wir vielleicht mitnehmen. Plöpp. Ah, cool. Hat jemand ein Terminal gebaut. Oder am Briefkasten. Könnten wir auch anvertrauen, aber ich bringe jetzt die restliche Fracht wirklich mal dahin. Beschwerlicher Weg, wirklich. Das ist anstrengend, muss man wirklich sagen. Mal die Metalle dann noch.
So, jetzt wird es langsam anstrengend mit 73,8 Kilo. Na, nochmal auf die Karte schauen. Es ist wirklich noch ein brachial weites Stück, ey. Ich gehe erstmal hier weiter geradeaus, um zu gucken, ob ich da gerade runterkomme. Vorsicht. Na, ich werde die Belastung nicht verringern. Das ist schon ganz gut so. Oh nein. Nee, bisher keine GDs. Jetzt aber, fuck. Ja. Es geht weiter. Sein. Oh mein Gott, oh mein Gott. Die stochen zum Glück eben nichts rum. Und zum Glück zeigt er mir an, wo die Viecher sind. Mein Gott, ist das spannend. Bleib ruhig, Bibi. Sind immer noch hinter mir. Mein Gott, sind wir schwer beladen, ey. Aber guckt euch mal die Korrosion an den Teilen an. Ich hoffe, die Fracht wird nicht beschädigt dadurch. Ich meine, ja, sie wird beschädigt, aber... ich denke nicht, dass es kaputt geht. Scheiß Regen, ey. Oh oh, was ist denn jetzt los? Stimmt was nicht, Sam? Keine Ahnung. Das Kleine sieht nicht gut aus. Keine Sorge. Seine Funktionen wurden vorübergehend ausgesetzt, aber die kann man wiederherstellen. Die notwendige Wartung kann ich in einem Verteilerzentrum durchführen. Aber beeil dich. Na mal los, schnell. Ein Autotoxemie. Er hat sich wohl bei den letzten BDs eine Krankheit eingefangen. Ist aber auch kein Tier, kein gar nichts. Okay, wir sind fast da. Wir gehen den Weg, den ich gesagt habe. Geradeaus und dann noch über den Fluss. Quäl dich noch mal ein bisschen. Wir nehmen noch einen Schluck aus der Flasche. Boah, meine Ausdauer leidet ganz schön. Dort. Krass, oh, das müssen wir verhindern.
Kill dich nicht selbst. Oh, hell yeah, es ist fast geschafft. Mist, der Fluss ist zu heftig, oder? Mist. Aber da hinten ist ein Engpass. Ne, viel zu tief. Da würde ich versinken mit dem Gewicht. Okay, hier. Da brauche ich nämlich keine Leiter benutzen. Boah, sogar ein bisschen Blut verschmiert sogar? Nee. Das ist nur Korrosion. Oh, jetzt mich fast langgelegt. Fast da. Sehe ich da etwa ein Motorrad? Oh. Oh mein Gott, so viel Korrosion an den Behältern. Ja. Wir sind da. Oh yeah. Oh yeah, 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 yeah. Noch nicht auf die Fresse legen. Geben wir die Ware ab. Los geht's.